Construction complete. So, Kollege, ja, der Weltenformer. Genau, man will den Weltenformer haben, also ich zumindest. Der Weltenformer. Der Weltenformer kann, dass du Terraforming zu Gaia-Welt machen kannst. Ach so, das, ja. Aber stimmt, du kannst ihn auf Gaia-Welt siedeln, ne? Ja. Und auf Ringwelten, glaube ich. Ja, okay, gut, aber eine Ringwelt ist doch eine Gaia-Welt. Also, zählt doch als Gaia-Welt, oder nicht? Schon. Es gibt das arkologische Projekt als Aufstiegsslot, okay. Egal, ich will erstmal eine Tradition annehmen. Ich glaube, ich nehme die Ausbreitung. Weil die ganz gut ist. Sehr gut. Bei mir wird immer der Jüngste zum Anführer gemacht. Die Jungen leben am längsten. This is our system stopping. Als ob ich so einen 47 Jahre alten Knacker nehme. Ich glaube, ich sollte den ein weiteres Forschungsschiff bauen. Das ist ganz nett. System Survey complete. Das ist eine Anomalie. Na, forschen wir die mal. Da ist nicht so viel zu holen in dem System. Ich hätte gerne andere Systeme noch. Ich sollte das hier ausbauen. Das kann ich denn ausbauen. Was gibt es alles für Gebäude? Ich glaube, ich will mal ein Forschungsschiff aufbauen. Oder ich baue einen Tempel. Die machen Sozialforschung, genau. Das war das Coole an Tempeln. Ich habe ein Verwaltungsgebäude. Ach, warte, ein Verwaltungsgebäude macht mehr Verwaltungslimit. Ja, deswegen. Ja, das ist auch neu. Das ist extrem gut, dass es dieses Gebäude gibt. Oh mein Gott, das ist super. Das will man doch nur wählen. Also was will man anderes auf seinen... Das kann man auch mehrfach bauen auf einem Planeten. Ja, aber das will man doch nur bauen. Also man baut dann doch Kolonien nur, um Verwaltungslimit aufzubauen. Wo? Was brauche ich denn? Jobs brauche ich. In meiner Runde habe ich auf einer Ringwelt habe ich einfach nur Verwaltungsgebäude gespammt. Wow. Und ich könnte die Blocker wegmachen, das wäre ganz gut. Die Blocker sind halt Cockblock, ne? Ja. Habe ich genug? Ja, ich habe zurzeit noch keinen Mangel an komischen Zeugs. Ah, jetzt kommt der Mangel. So, ist mein Forschungsdings fertig, ja. Oh, ich kann eine Tradition wählen. Ich weiß nie, keine Ahnung, ich finde es ein bisschen schwierig, auf was für eine Tradition ich... Oh, die Tiyanki. Was ist denn, das sind diese komischen Weltraumwolken. Die sind teuer. Was nimmst denn du immer bei der Tradition? Ich hab gerade Ausbreitung genommen. Ausbreitung ist halt am Anfang gut, finde ich. Ja, eben, deswegen. Ich glaube, ich nehme Entdeckung. Entdeckung? Ah, stimmt, Entdeckung wäre auch klug gewesen, weil es da die, da gibt es auch das, wo du die Anomalien erholen kannst, ne? Ja, das hat was mit Anomalien und einfach an. So. Ist halt Erforschung der Galaxie halt allgemein. Ja, das ist halt eigentlich auch gut. Ein salziger Planet, okay. Echt? Was ist denn da? So, wir haben jetzt das System annektiert mit den ganzen Aliens. Okay. Den nicht gejuckt. Bin ich froh drum. Okay, es gibt anscheinend... Ich habe einen Planeten entdeckt, der salzig ist, und jetzt haben wir tolles Salz bei uns zum Essen. Hast du Paul gefunden? Vielleicht. Warum bin ich jetzt schon bei der Nahrung im Minus? Wie ist das passiert? Hier, Wall Street, bau mal bitte den Landschaftsdistrikt. Ja, ich baue erstmal Forschungslabore. Ja, das habe ich auch noch nicht ausgeklüngelt, wie das am besten ist. Meistens mache ich so, ich baue zwei Forschungslabore pro Welt, tue die voll upgraden und baue ein Forschungsinstitut. Ja, genau so. Und dann muss man, und ich will immer gucken, dass meine Dinger halbwegs autonom sind, dass wenn da irgendwelche Sonderscheiße ist, dass ich die halt extra mache. So, die Frage ist, ich hätte mich sowieso in die Richtung ausbreiten, also kann ich hier auch ein komisches Sternenbasis bauen. Wie viel Legierung habe ich denn? Legierung ist. Ich habe, glaube ich, nie irgendwelche besonderen Sachen. Nee, meine sind. Ich habe. Ich werde angegriffen. Aus meinem Sternentor sind Angreifer gekommen. Jetzt ernsthaft?
Ja. Jetzt schon? Das schlummernde Tor ist erneut aktiv geworden. Diesmal war es kein Segen, sondern eine Flucht, die uns auf dem großen Unbekannten einherfiel. Aus dem glühenden Tor kam eine einzige Weltraumkreatur, für die auf der Suche nach etwas zu sein schien. Wir sollten diese Bedrohung sofort ausmerzen. Oh je. Wie stark ist das? Okay, das ist nur ein Schiff, Stärke 43. Das ist ja noch harmlos, aber ich habe jetzt ein bisschen Sorge, dass das im Laufe des Spiels immer stärker wird, was da rauskommt. Ja, würde ich mir auch Sorgen machen. Boah, okay, gut. Warum passiert eigentlich der... Weißt du, mein Spiel ist so langweilig und du... Ja, ich habe einen Weltraumtor, da kommen Leute raus. Das letzte Mal habe ich halt postapokalyptisch genommen, das war voll nice halt einfach. Und jetzt werde ich hier übelst gefickt für meine Entscheidung. Ich sage dazu nichts. Okay, ich glaube, ich muss vermutlich sehr schnell in meiner Heimatwelt meine Sternbasis upgraden zu irgendwie eine Citadel oder so. Damit die sich verteidigen kann zur Not. Was sind lithoide Bewohner? Ich bin verwirrt. Was sind lithoide Bewohner? Weg mit den Keks hier, ey. Oh, warte mal. Moment. Pausieren. Yeah, we see a breakdown of this planet's pool. So. Regeneratives Rumpfgewebe. Ja, gib her. Ah. Forschungsschiff. Das ist sehr gut. Komm her. Nehmen wir mal durch. Okay. Bestes. Das packe ich auf alle meine Schiffe drauf, wenn ich das mal freigeschaltet habe. Ja, das ist super auch. Das Dings stimmt. Schiffsdesign auch. Nur, wie geht's der Technologie? Meine nächste Technologie ist in 51 Monaten fertig. Ja, am Anfang dauert es noch sau lange. Ja. Ich habe jetzt inzwischen 2 Forschungsschiffe. Das ist gut. Ja, 3 Forschungsschiffe. Ich weiß nicht, ob ich noch ein drittes bauen sollte. Was kosten die denn? Ich soll ich mal einen Admiral auch zuweisen, den hier, wenn die öfter mal kämpfen müssen. Müssen wir schauen. Wollen wir noch eins? Komm, wir haben gerade das Money-Feuer, deswegen geht das. Ich freue mich, wenn ich dich treffe. Kann ich dir helfen mit deinem Sternentor? Ah, nee, das war... Ich hätte wieder postapokalyptisch nehmen sollen, nee. Ach was! Ich finde, das machst du gut mit deiner Haustür. Ja. Ah, Energy. Später kommt da die Crisis. Das ist irgendwie so ein Spezialhintergrund, wo einfach die Crisis dann nur bei mir rauskommt aus dem Sternentor. Ja. Oh, ich habe die Iriasa, nein, hier Konrad, also meine, wer ist das? Ursprungs-Dingster-Wumster. Diese, wer ist das nochmal? Vorläufer. Also, du hast die Alien-Artefakte-Quest. Ja, ich habe die Irasianische Kondor, okay. Cool. Kondom? Kondor. Situation Log updated. Was waren das für Aliens? Mhm. Ja. Es sind 6-füßige Säugetier-ähnliche so. Wesen. Alpha Centauri 3 ist bewohnbar. Das freut mich doch schon mal. Erstmal ein Kolonieschiff bauen. Mein Alpha Centauri 3 ist nicht bewohnbar. Hast du in Alpha Centauri überhaupt keinen Planet? Der doch, doch, ich habe auch. Alpha Centauri ist bei mir ein. Ein Wüstenplanet. Ah, okay. Ist mein Gewohnheit, ist eine Stufe aufgestiegen. Der ist intellektuell, der ist der Beste aller Ingenieur, Physik und Sozialforschung. Ja, deswegen ist es auch super. Gönnen dir, Kollege. Der ist robust, okay. Der ist... Ich hoffe echt, dass meine scheiß Anführer nicht wieder alle drogensüchtig werden, so wie immer irgendwie. Da hab ich keinen Bock drauf. Oder angehaltene Entwicklung oder so. Ach was. Seit wann ist mein... Ach so, mein Gouverneur ist anderes. Na egal. Ach, was ist das denn? Diplomatische Bedeutung. Dieser Wert gibt an, wie einflussreich ein Reich innerhalb der galaktischen Gemeinschaft ist. Ja, das gibt dir quasi Stimmen in dem komischen galaktischen Rat. Und es wird durch alles generiert, durch Technologie, Flottenstärke, Wirtschaft. Mhm, cool. Kann aber auch modifiziert werden durch halt eben Sachen, die da... Ich habe gerade einen Modifikator namens Salzig.
dieser komische galaktische Rat irgendwelche komischen Kriegsgesetze verabschiedet und wird halt beispielsweise Flottenstärke, gibt dir mehr Stimmen. Okay, was will ich denn Stärke haben? Eine lobenswerte Initiative. Nehmen wir den Jüngsten. Ich habe jetzt schon gleich plus 40 Sozialforschung an diesem Cheater-System, was da direkt neben meiner Haustür ist. Warte mal kurz. Ich muss kurz meine Flotte vernünftig machen. Und ich darf wieder eine Tradition wählen. Ach ja. Spirituell. Brauche ich den noch besser hier? Obwohl, ich habe auch bald wieder eine, 5 Monate. So. Ich möchte gerne ein Erlass. Denke ich das, ja. Geht das schon mit den Richtlinien, mit den Erlassen? Ja. Ich kann auch das daneben. Erstkontakt aggressiv? Ich will nicht aggressiv sein. Friedfertig. So. Oh, stimmt. Das ist der Recht. Das muss ich auch direkt einstellen. Richtlinien. Diplomatische Haltung. Handelspolitik. Handelswert erzeugt erstmal Energiemärkte. Erstmal das. Ich will ganz schnell durch. Was hast du für eine diplomatische Haltung? Expansionist. Okay. Ich habe Merkantil, aber das ist, glaube ich, für mein Unternehmen vorgesehen. Kriegsphilosophie und dann geschenkte Kriege, ja. Orbitalpunktierung auch willkürlich. Erstkontakt hier friedfertig, das wollen wir auch. Kein Bock auf Krieg. Und effizient. Und Krieg kostet Geld. Krieg Geld kostet, machen wir keinen Krieg. Gibt's noch Anfangsstatus Wirtschaftspolitik? So, hier habe ich gerade. Was macht das? Kann ich das einfach so machen? Okay, passt alles. Aber das ist nur Führungskontrolle. Ja. Und erlasse. Das geht nicht. Okay, das nicht. Was ist der Ausbruch? Wo? Verirren. Ich habe statt mit 35 Handelswert. Das ist ja richtig gegeben. Wenn ich übrigens nicht Zentrum des galaktischen Markts wäre, dann tue ich einfach instant mich umbringen. Ach was? Wenn ich das Zentrum des galaktischen Markts werde? Kaufe ich dich auf. Man kann maximal 2 Erlasse haben? Ja, das kann man aber noch erhöhen. Was ist bis zum Abbruch? Ach, bis zum Abbruch. Ich bin doof. Das bleibt dauerhaft aktiv. Also du kannst, die Erlasskapazität richtet sich auf permanente, ne? Nicht auf temporäre. Okay. Ich muss jetzt erstmal wieder Einfluss sammeln. Das dauert ein bisschen. Tut ihr dafür was machen? Ja. Habe ich irgendwo Probleme? Oh, da ist noch eine Anomalie. Könntest du die. Warum poppt die nicht auf? Achso, das ist die Anomalie. Ups. Alter, wie lange das dauert, den Scheiß zu bauen? Hab ich offene Jobs? Ja, weißt du so? Ah, nee. Was ich alles für ein Shit habe in meiner direkten Umgebung. Spezialprojekte und Anomalien. Ich hab bis jetzt nur ein System oder 2, 3 Systeme erkundet. Vielleicht sollte ich Dienstleistungen auch machen. Was kann denn alles Dienstleistungen machen? Luxusassistenten, okay. Residenzen, Entschuldigung. Polizeiwachen. Die machen das sind sexuelle Dienstleistungen. Ja, ich will die Hentai-Monster anbauen. Die machen Konsumgüter. Die machen aus Konsumgütern Verwaltungslimit, okay. Wirtschaftszonen machen. Ah, was wollen die als Unterhalt? Die Wirtschaftszone ist doch was. Also die machen die Handelswert und Dienstleistungen. Das will ich doch haben. Aber ist eine Wirtschaftszone so sinnvoll? Oder ist es besser, einen Dualistenclub zu bauen? Wirtschaftszone ist so ein Ding, irgendwie, das baue ich nur dann, wenn ich nicht weiß, was ich bauen soll. Ja, ich überlege gerade, oder ob ich das Holotheater baue. Die brauchen aber halt einen Unterhalt von der Legierung, scheiße. Das ist halt kacke. So 60% ist schon mal nicht so geil zum Siedeln. Ja, komm, bauen wir das Holotheater.
Und er baut auch Flottenkapazität dazu, was auch immer ganz geil ist. Construction complete. Ah, welche Kreaturen? Städte, Alienschiffe, Delta-Aliens, die mich direkt angreifen. Nett. Geil. Warum greifen mich eigentlich wieder alle an? Weil sie dann erst wollen. Ja. So. Warum wollen Leute denn mein Ass? Weil der knackig ist. Wieso habe ich eine... Achso, das war die Sternbasenkapazität, gell? Genau, das waren die aufgewertete Sternbasen. Okay, du fliegst da jetzt nicht hin. Ich weiß nicht, ich glaube, ich will, dass du in die Richtung willst. Oder will ich sie, dass du in die große Dinge willst? Wie geht's, Kollege? Bewohner machen auch Verwaltungslimit, Ausbreitungslimit? Oh. Ja, das war aber schon immer so. Irgendwie habe ich das nicht mehr im Kopf gehabt. Können die irgendwas machen? Nein. Ja, ja. Okay. So, welches System lasse ich dich denn weiter ausbauen? Ich habe jetzt gute Physikforschung erhalten. Sehr gut. Ich frage mich gerade, warum ich eigentlich keine verfügbaren Jobs habe. System Survey complete. Sehr gut, stimmt. Forscht meine Forschung. Machen wir weiter mit Sirius. Aber mir gefällt irgendwie nicht, dass es nur ein Ding hat. Das ist so ein Randsystem, was ich eigentlich nicht haben möchte. Das kann ich irgendwann abbauen. Ich will das System haben. Was war das? Ja, moin, mein Alpha Centaurus ist auch übelst busted. Ich will das zwar auf alle drei Forschungen. Ich habe gerade einen Planeten gefunden, der 6 Dings macht. 6 Ingenieurforschung. Das ist Sozialforschung. Ich will das da. Die Systeme, das da will ich. Das da. Ich will weiter erkunden. Ich muss früh meine Sternkarte posten. Weil ich nehme die ganze Zeit eine Verwaltung damit. Alles ist wichtig. So, läuft's hier. Meine Bevölkerung wächst ganz langsam. Ich finde schade, es gibt nicht mehr diesen Anlass, wo man die hier bumsen lassen kann für Nahrung. Was? Doch. Ja. Stimmt, es gibt nur die Entmutigung, aber nicht mehr die, jo, guck mal, wir haben viel Nahrung, bums mal eine Runde. Ja. Sollte einfach die. Warum gibt es keine Richtlinien, irgendwie Pflicht zu Sex haben? So. Das wäre doch praktisch. Man könnte es auch Kindersubventionen nennen. Nee. Ist ja freiwillig. Bei mir ist es Pflicht. Ja, aber du kannst doch nicht Leute mit Absicht bumsen lassen. Klar. Funktioniert. In meinem Reich geht das. In deinem Reich geht das. In meinem Reich geht das. Na gut, wenn du meinst. Oh, ich habe eine strategische Ressource entdeckt. Ja! Nice. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ganz früh in Stellaris war das so, da brauchtest du eine strategische Ressource und es war's fürs ganze Spiel. Jetzt musst du dir... Jetzt muss die ja jetzt bringen die ja irgendwie kaum noch was, weil die sowieso nicht bei weitem nicht ausreichen, die man findet, wenn man die Gebäude bauen muss. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht so krass. Aber es ist trotzdem nett, sie früh zu haben, weil man dann die Forschung kriegt. Und ich meine, wenn man die im Überfluss hat, dann kann man die halt auch verkaufen. Ja. Was ich halt immer mache. Oh. Also mit meinem System habe ich schon echt ziemlich Glück. Also Alpha Centauri ist auch ein richtig gutes System. Also bei mir ist so, okay, ja, passt. Dann guck mal, noch eins, da könnte ich noch ein Kolonieschiff bauen. Aber kann man gerade nicht.